Hallo liebe Camper, einen wunderschönen guten Abend aus Dingisbühl. Ihr seid wieder bei uns auf dem Kanal Miga Caravan. Ich war eine Woche verschollen, nein, ich war natürlich nicht verschollen, aber ich habe nur ein bisschen was zu tun gehabt die Woche. Es war echt hektisch, weil, das verrate ich euch an einem anderen Punkt. Jedenfalls war ich auf, sagen wir es mal, Dienstreise. Und somit konnte ich natürlich keine Videos machen und nein, der Kanal ist nicht eingeäschert oder ich bin irgendwie verschollen. Doch war leider die Gelegenheit nicht da, weil ich, wie gesagt, auf Dienstreise war. Jetzt sind wir aber wieder da und nichts lieber als das, mich wieder bei euch mit einem Video zu melden. Und ich habe auch schon ein Video parat, was wir die Woche so gemacht haben. Und ich weiß noch nicht, wie ich den Titel vor dem Video nenne, weil eigentlich möchte ich ja nicht immer so dramatisch klingen, aber es ist wirklich eine Katastrophe. Wir haben ein wunderschönes, auch wieder nagelneues Fahrzeug hier stehen. Und das wurde, ich nenne den Begriff, ich weiß gar nicht, wie ihr dazu sagen wollt, total verbaut und verpfuscht. Und da wollte ich euch mal so ein bisschen mitnehmen aus der Begründung. Es werden wie immer keine Namen genannt, das lassen wir raus. Aber ich möchte es euch einfach mit auf den Weg geben, damit ihr auch wieder ein Stück weit dazu, nicht lernt, aber dazu Obacht gebt, wenn ihr eure Umbauten kriegt, machen lasst, egal in welcher Werkstatt, auf was auch ihr immer achten müsst, was ihr prüfen müsst, wie was funktionieren sollte und wie es definitiv nicht sein soll. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal hinten bei uns in der Werkstatt genauer an. Gehen wir. So, jetzt sind wir an dem Katastrophenfahrzeug. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Wie soll ich das beschreiben? Es ist ein wunderschöner Mobilwetter, ein echt schönes Auto, muss man wirklich sagen, eine Kajacht 85, gefällt mir richtig gut, das Fahrzeug, nagelneu. Und ja, wo fangen wir jetzt hier an? Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr im wirklich ein Detail, also hier sind ganz viele Reklamationspunkte. Zum einen, legen wir hier mal los, hier sind Untersitzbatterien verbaut worden, 200 Amperestunden Untersitzakkus. Also ich übertreibe jetzt, das allein halte ich schon mal als Abzocke, weil eine Untersitzvariante halt wesentlich teurer ist wie eine normale Akkuvariante. Und hier hätte man natürlich ohne Probleme auch eine normale Akkuvariante reinbringen können. Aber das ist nun mal ja das eine. Und das haben wir natürlich hier gleich zweimal, weil hier haben wir sowas auch nochmal. Schlimm war auch, wie es verbaut war. Leider konnte man das bildtechnisch nicht ganz so festhalten. Aber die Schwierigkeit war wieder, dass das komplett falsch angeschlossen war. Das heißt, hier auf der ersten Batterie waren alle Verbraucher gesetzt. Und die zweite Batterie, die hier in dem Fach entfernt drin war, hier war natürlich, die hat nur als Puffer gedient. Also war schon wieder total falsch verbaut und angeschlossen. Und somit hat natürlich hier die Batterie wesentlich mehr leisten müssen, wie die da drüben. Und jetzt laufen die natürlich auch, weil das eine ganze Zeit lang so gelaufen ist, nicht mehr wirklich sauber parallel, sondern sind da ein bisschen unglücklich in, wie soll man sagen, im Alterungsprozess, weil die wurde natürlich ständig belastet und die andere nicht, weil die hat die ja nur gepuffert. Und das kann nicht funktionieren. Ich sage immer, das muss ein Diagonalanschluss sein. Hat man hier natürlich überhaupt nicht gewährleistet. Das war einer der schwerwiegendsten Fehler, also total falsch verklemmt. Dann haben wir hier oben den kompletten Anschluss neu gemacht, weil auch hier etliche Fehler drin waren. Und dann haben wir hier in dem Fach, und das blende ich euch dann auch nochmal separat ein,
ist ein Wechselrichter. Hier haben wir jetzt natürlich einen 3000er 200er Kombi eingebaut mit dementsprechenden Querschnitten. Drin war ein anderer Wechselrichter, den blende ich euch ein, aber der Querschnitt war komplett falsch gewählt, weil da war nur ein 35er Querschnitt dran bei, ich müsste jetzt lügen, da muss ich jetzt genau nachschauen, 3000 Watt Wechselrichter. Geht überhaupt gar nicht. Also ist ein absolutes No-Go. Vor allen Dingen, ihr seht selbst, das Kabel muss hier einmal durch, über die Tür drüber. Da hinten sind die Batterien und nur einfach weiter ist die zweite Batterie. Leute, wie kann man sowas machen? Das funktioniert einfach nicht. Das ist ein Totschläger. Da hat man schlichtweg vergessen, den zweiten Anschluss zu nehmen von dem Wechselrichter. Und ich zeige euch das ganz kurz. Und holt den mal schnell mit dazu. So, hier haben wir den und es ist tatsächlich ein 3000 Watt Wechselrichter. Und es ist in der Bedienungsanleitung, habe ich ja extra nachgeschaut, ganz klar erklärt, dass die beiden Pole zu verwenden sind. Es war aber leider nur einer angeschlossen. Also das zeige ich euch im Bild, blende ich euch ein. War immer nur ein Pol belegt, also das zweite hat man gar nicht verwendet. Und dann natürlich noch dazu den falschen Querschnitt, weil bei 3000 Watt, hier bräuchte man mindestens einen 120er Querschnitt, damit man da dementsprechend die Leistung auch wirklich vor dem Wechselrichter rüberbringt. Und das war komplett falsch. Also, und hier ist ja auch der Solarregler und alles nur mit drin, also ja. Also ich will mich da gar nicht drüber äußern. Das Gerät mag seinen Sinn haben oder seine Kunden haben, aber im Prinzip, wenn man es dann wenigstens richtig verbauen wird, wenn man sowas schon verkauft, würde das schon auch Sinn machen. Jedenfalls das Ding ist total verbaut worden und war auch falsch eingebaut auf der ganzen Linie. Also sowas geht einfach nicht. Sowas kann man nicht machen und finde ich auch wirklich... Und dafür auch noch Geld zu nehmen, aber da sind wir immer wieder beim alten Thema. Jedenfalls müssten wir jetzt hier, wieder hier rein, das alles komplett neu verkabeln, hier einen neuen Wechselrichter reinbauen, neues Display reinmachen, das funktioniert jetzt alles in dem Fall. Dann haben wir hier noch einen anständigen Ladebooster reinbaut, ihr seht ihn hier hängen. Auch das haben wir gemacht, damit man schön hinkommt. Man kommt hier oben auch an den Knopf ran, wenn man da ran muss. Dann musste man die 230 Volt Verteilung teilweise neu machen, weil auch hier etliche Fehler drin waren. Aber gut, auch das haben wir erledigt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Batterien nur ausgeglichen bekommen, weil die noch nicht funktionieren. Da müssen wir nur gucken, dass wir die nur ausgeglichen kriegen. Da muss ich jetzt einmal schauen, wie wir das lösen. Da müssen wir die Batterien nochmal rausnehmen. Ja, und dann kommen wir nochmal zu einem ganz gravierenden Fehler. Hier sehen wir einen 100-50 Solarregler. Wir haben oben auf dem Dach eine 700 Watt Solaranlage. Also Punkt 1, bei 700 Watt Solaranlage ist der Solarregler mit 50 Ampere viel zu klein. Weil wenn wir das mal ausrechnen, also zumindest so wie es ich gelernt habe, komme ich hier auf alle Fälle auf eine Größenordnung von circa, wenn ich 10% dazu rechne, von circa 68, 65 Ampere, wo wir hier bräuchten. Also splittert man das eigentlich eher auf zwei Kreise. Dann, wie fange ich jetzt hier eigentlich an? Ich weiß ja nicht, wer die Solaranlage hier verbaut hat. Ich will demjenigen auch nicht zu nahe treten. Aber ich weiß auch nicht, wie man eine Solaranlage so verbauen kann. Also es ist mir ein Rätsel. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Zum einen hat man hier die Kunststoffecken, die eigentlich nur Schutz sind, die können eigentlich hier weg. Also das ist ja schon mal der erste Punkt. Aber das ist nur das kleinste Übel. Aber normalerweise werden die nicht dran gelassen, sondern die kommen weg. Dann hat man statt einzelne Spoiler, sicherlich aus Platzgründen, das ist mir irgendwo schon klar, aber hier hat man bei der Platte hat man gar keinen Spoiler genommen, sondern hat die Platte mit der Platte hier über den Rahmen verschraubt. Und da drüben hat man das Gleiche gemacht.
Also jetzt hat man hier überhaupt keinen Spoiler, überhaupt nicht. Und die ist aufgeklebt, die da drüben ist aufgeklebt und die hat man praktisch komplett vorher verschraubt und alles miteinander da drauf geklebt. Und auch hier, obwohl hier mittendrin, also wir gehen mal da rein, da sieht man es, hier ist der Winkel, hat man auch die durch den Winkel mit der verschraubt. Und bei der hat man wieder das Gleiche gemacht. Also man hat praktisch diese 6 Platten, die wir hier sehen, in einem Stück da drauf geklebt, weil jetzt kommt man an die Schrauben gar nicht mehr ran und hat die vorher mit den Steckern alle Kontakt, mit den Steckern, weil die sind ja hier unten, jetzt weiß ich nicht, ob ihr das seht, das sind diese Solarstecker, die sind da unten drin. Wartet mal. Die mal ein bisschen anheben, dann sieht man das. Haurux. Ne, sieht man auch nicht, gell? Jetzt komme ich da nicht hin. Nee, die mal raus. Ups. Da kommt man nirgends richtig hin. Da unten seht ihr, ne? Das sind diese Klinkstecker für die Solaranlage halt. Die hat man da überall vorher zusammengesteckt. Alle 6 Platten. Und hat die dann hier über dieses dünne Kabel, die 6 Platten laufen hier nur über dieses dünne Kabel. Dann zu der 7. Platte, jede Platte hat 100 Watt, also 700 Watt. Und dann geht es da hinten durch, in diesen Kasten. Punkt 1. Ein absoluter Horror, weil wenn jetzt mal eine Platte kaputt geht, muss ich die komplette Solaranlage hier runterreißen. Punkt 2, es war keiner imstande, die Solaranlage zu prüfen, denn die liefert keinen Strom. Die kommt maximal mit 2, 3 oder 4 oder 5 Ampere runter. Das heißt, irgendwo in den ganzen Steckverbindungen, darum hasse ich diese scheiß Stecker, ist ein Kurzschluss will ich nicht sagen, sondern ein Kontaktproblem dran und das leitet den Strom nicht mehr weiter. Das heißt, nur eine einzige Platte arbeitet, wahrscheinlich die letzte. Und hier irgendwo muss ein Kontaktproblem sein. Und jetzt, um das zu finden, muss die komplette Solaranlage runtergerissen werden. Also dem Monteur, der das hier montiert hat, also den möchte ich einen Pokal für die größte, dümmste Montage verleihen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, weil also so eine Solaranlage baue ich nicht einmal meinen Todfeind aufs Dach, weil das ist totaler Schwachsinn. Also totaler Schwachsinn. Hätte man so überhaupt nicht machen müssen, man hätte die Platten ganz anders anordnen können, dann hätte man auch 700 Watt draufgekriegt. Man hätte auch andere Platten nehmen können, dann hätte man auch 700 Watt draufgekriegt und hätte es vernünftig so verlegt, damit jede einzelne demontierbar ist, weil wenn eben mal eine Schwierigkeit auftritt, dass man dann auch entsprechend wieder rankommt. Und das kommt mir jetzt in dem Fall definitiv überhaupt nicht. Und darum bin ich halt immer ein ganz großer Freund davon, diese Steckverbinder komplett zu kappen, ich schneide die auch immer ab in der Regel, und die Verbindungen dann anständig zu verlöten, weil nur dann ist gewährleistet, dass eben auch entsprechend alles funktioniert. Und wir haben ja schon oft genug die Problematiken gehabt mit diesen Steckverbindern, und wenn die nicht sauber sitzen, wenn da irgendwas nicht richtig funktioniert, ja, dann haben wir genau das Problem, was wir jetzt hier haben, weil dann funktioniert es nicht. So viel zum Thema 700 Watt Solaranlage für den Arsch, weil sie nicht funktioniert. Ein Traum, ein echter Traum. Also ich kann mir hier keinen schlechteren Montagesatz einfallen lassen. Also ich finde es echt eine Katastrophe. Also das mal zum grundsätzlichen Desaster. Dann haben wir hier auch noch das Problem, das komme ich aber in einem zweiten Punkt dazu, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt sehen, wenn wir drunter gucken, weil wir haben es schon verändert, war hier die Dieselheizung komplett falsch verbaut. Also die Auspuffführung war falsch verbaut, genauso wie die
Anordnung der Dieselpumpe komplett falsch war. Das haben wir auch nochmal komplett neu verlegt. Wir haben den Auspuff neu verlegt. Hier haben wir den Dieselabgang, die Dieselpumpe dementsprechend zum Tank, zur Heizung, damit es alles passt. Das musste man alles abändern. Also hier musste wirklich viel, viel Hand angelegt werden, damit es alles so ein bisschen Hand und Fuß hat und wenigstens so einigermaßen funktioniert, weil auch die hat ständig Aussetzer gehabt. Da haben wir die Heizung als solches verbaut. Die ist jetzt hier im Zwischenboden verbaut. Kann man so tun, das ist alles okay. Aber man hätte sie halt hier noch ein bisschen besser einkasteln müssen. Aber gut, das kann jeder machen, wie er meint. Hier haben wir das Aggregat für die Hebe, also für die Hubstützen drin. Das ist hier rein gebaut worden. Also, das passt alles soweit und funktioniert. Und jetzt müssen wir eben nur ein paar Fehler finden. Einmal Solaranlage, einmal Lithium-Akku-Entladung. Und da haben wir nur ein bisschen was zu tun. Und eben den Fehler der Solaranlage finden. Und ja, da blende ich euch, wie gesagt, immer wieder mal ein paar Bilder dazu ein, zu dem Desaster hier, wie das alles so vonstatten ging. Aber wir werden auch dieses Problem wieder lösen und werden den Kunden, hoffe ich, dann einigermaßen glücklich gestalten oder glücklich stimmen, damit es einigermaßen funktioniert alles und er dann sein Fahrzeug auch entsprechend sauber nutzen kann. Weil dafür hat man ja so ein Auto, damit es funktioniert. No? Ja, so viel zum Thema Mobilwetter. Hier haben wir noch unseren T6 stehen. Der wird aber jetzt gleich oder bald fertig sein und das schauen wir uns im nächsten Video an. Ja, das war wieder eine Geschichte für sich, das Video. Ihr könnt es selber beurteilen. Ich finde es traurig, dass man Kunden so losziehen lässt und mit so einem Fahrzeug vom Hof fahren lässt. Und ihr müsst ja die Ende der Geschichte eigentlich noch mitkriegen, dass der erste, der gebaut hat, nicht fertig gemacht, nicht funktionsfähig war. Der zweite, der gebaut hat, nicht fertig gebaut hat, auch nicht funktionsfähig, katastrophal. Und jetzt er schreiend hier am Hof fährt und vor allen Dingen der zweite sich auch dann noch verleugnen lässt, man ihn weder telefonisch noch sonst irgendwie erreicht für den Kunden. Und jetzt das Fahrzeug hier bei mir am Hof steht und auch, ja, wie soll man sagen, hilfeschreiend, damit es einigermaßen funktionell verbaut wird, damit es damit es jeweils wieder einigermaßen passt. Ja, wir geben unser Bestes. Es wird noch einen zweiten Teil geben, weil bei so viel Chaos müssen wir unbedingt noch einen zweiten Teil machen, weil alles kann man in einem Video gar nicht verfassen, weil die ganzen Fehler ja noch gar nicht wirklich klar stehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt fleißig unten in die Kommentare, da freue ich mich drauf. Und wenn es euch gefallen hat, gern auch ein Like da lassen, wie ein kleines Abo. Da sind wir auch sehr dankbar drum. Und ich verspreche euch, jetzt geht es wieder regelmäßig weiter. Macht es gut, schöne Grüße, bleibt gesund aus Dinkelsbühl. Bis bald. Ciao.